Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen in meiner kleinen Werkstatt. Heute geht es um den Ausbau des Turboladers aus einem BMW X1 Vierzylinder. Bei diesem Turbolader handelt es sich um einen VTG-Lader, das wisst ihr sicher, variable Turbolader-Geometrie. Das Auto hat nicht mehr gezogen, keine Leistungsentfaltung und fuhr auch nicht mehr schneller wie 70 Kilometer pro Stunde. Ja, und ihr könnt jetzt zuschauen, wie ich das Teil ausbaue. Ist meist selbsterklärend, aber gut, wenn man es mal gesehen hat, bevor man loslegt. Also echte Herausforderungen gibt es da keine, sofern man gutes Werkzeug hat. Ich würde, wenn man die Zeit und die Muße hat, alles, was am abgasführenden Bereichen verschraubt ist, also die Halteschrauben und alles, ja, einen Tag vorher schön vollsprühen mit Rostlöser, das macht die Sache vielleicht leichter, eventuell vor allem bei Modellen, die ein bisschen älter sind, wie der hier, ein paar Kilometer mehr drauf haben. Ja, und der Turbolader wird dann von uns eingeschickt an eine Spezialfirma, die sich mit nichts anderem beschäftigt. Der erste Gedanke war, einen zu kaufen im Aftermarket-Bereich. Aber ich habe vor der Sache ein bisschen Respekt bekommen, weil diese Firma, die den jetzt überholt, die haben eine sogenannte Flowbench oder wie ihr immer das nennen möchtet. Und die können dann sicherstellen, dass zwischen den elektrischen Werten des Stellers, der also diese VTG-Schaufeln verstellt, und den wirklichen mechanischen Verstellungen dann ein richtiger Zusammenhang besteht, und sodass also das, was das Steuergerät als Rohwert rausgibt, dann tatsächlich an Luftmasse, die in die Zylinder 20, ne? Ja, geschoben wird, also dass dieser Zusammenhang dann auch passt. Ist vielleicht ein bisschen aufwendiger, aber ihr dürft gespannt bleiben, wie diese Aktion läuft. Und beim Einbau seid ihr dann natürlich auch wieder dabei. Also, jetzt erstmal, wir bauen den Turbolader aus. Und ich lasse ein bisschen Musik laufen. Und wie gesagt, die Videos sind selbsterklärend. Viel Erfolg bei eurem Projekt.
Bloody Wolf. Da hinten ist auch noch eine Schraube, ja, die muss auch gelöst werden. Und dann können wir. Ganz da hinten sitzt noch eine Schraube. Ich zeige euch mal den einzigen Weg, an die dran zu kommen. Da müsst ihr also so reingreifen. Ich habe sie schon gelöst. Dazu ist eine wirklich kleine, feine Rätsch notwendig. Und das sind jetzt die Momente, wo man sich dann überlegt, doch gleich den ganzen Motor auszubauen. Okay. Aber hier kommt jetzt die Belohnung. Das Hitze. Hier bitte die Viertelzollnuss, sonst klappt es nicht. Und